Liebe Brüder und Schwestern, willkommen zurück zu Sekiro Shadows Die Twice, liebe Leute. Ich finde, er sieht immer schlimmer aus, oder? Guck dich ihn mal an. Ah, wie sehen wir denn aus? Meine Güte, das ist alles Dreck, der nicht mehr weggeht offensichtlich. Ja, aber schön, dass ihr dabei seid. Vielen lieben Dank fürs Einschalten und dabei sein und natürlich auch immer fleißig liken und kommentieren. Es ist die Netiquette und ihr seid nett. Oh. Das ist ein richtig großer Haufen Hunde, hä? Was macht ihr denn da, Hundchen? Ja, ich habe alle erwischt mit allem, was ich hatte. Ein Mibo-Ballon des Geistes. Und ich krieg gut Lebensenergie dafür zurück. Das finde ich total praktisch, diesen Skill. Was war das jetzt hier? Das war einfach nur so eine Vereinigung von Echsen und Hunden. E.V. Hm. Ja, gar nichts. Ich hab... Oh. Guck mal, Voldo ist wieder da. Voldo von Soul Calibur, Leute. Ah. Ah. Ja, was seid ihr denn für Typen? Sag mal, ihr seid doch nicht auf natürlichem Wege entstanden. Das ist doch alles hier. Nee, das geht nicht. Ach, hier. Oh, ihr kleinen Scheißer, kommt mal her. Ich hab keinen Bock, mit euch da drin zu kämpfen. Könnt ihr mal bitte rauskommen? Einer nach dem anderen, wenn es geht. Ach, verdammt. Verdammt. Hey, ey. Gar nicht bemerkt. Ach komm. Oh, da ist ja ein Boss. Oh mein Gott, sind die vielleicht blind? Langarmiger Tausendfüßer. Seun. Seun. Was? Halt auf einmal ein Boss rumrennt, weißt du? Und er hat ein Problem mit Feuer. Also, ich habe gleich ein Problem mit Feuer, meine ich. Ach, du Elend. Kann ich den wenigstens kurz irgendwie außer Kampf kriegen, dass ich mich hier regenerieren kann? Also nicht ich mich regenerieren, sondern... Ihr wisst schon. Ich glaube, jetzt ist es zu spät, um aus dem Kampf zu kommen. Nach oben hin? Nee. Ich geh einfach mal raus. Langarm Tausendfüßer. Senun. Jetzt müsste er, glaube ich, wieder ein bisschen beruhigt. Oder hast du dich wieder beruhigt? Warst jetzt in deiner Wuthöhle und alles ist gut? Nee, okay. Immer noch Wuthöhle. Ist jetzt okay mit dir? Alles wieder gut? Dann habe ich noch mein Fernglas. Fernrohr. Ich will den mal sehen. Ein hübscher Bursche, das ist.
Von hier sehe ich wenig. Bitte? Da sieht er mich. Hey. Hübscher Vogel. Sack, hübscher Vogel. Das, ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass es irgendwelche Modifikationen sind, wie ich erst dachte. Ich glaube, es sind halt wirklich... Guck mal, das sind Insekten aus seinem Rücken. Hör mal scharf jetzt. Mann. Bah. Der ist so widerlich. Wolverine für Arme. Ja. Oh mein Gott. Oh nein, ich habe keine... Oh mein Gott, ich habe keine Dings mehr, keine Aufladung mehr. Fällt mir gerade auf. Oder festhängen. Ah, cool. Der rumraged. Aber irgendwie schwer ist er jetzt nicht. Da bleibt auch an den Dingern hängen, guck mal. Oh, jetzt kommt schon. Wie schneller aber auch vorwärts ist. Okay, so nicht mein Freund. Oh. Oh Gott, dieses Geräusch. Gefällt mir nicht. Gelbes Schießpulver. Habe ich schon. Und eine weitere Gebetsperle. Oh yeah. Du kannst Konfekt. Was war das denn bitte für ein Typ? Ja, zugegeben, ich war ein bisschen zu stürmisch. Dann hätte ich jetzt den ersten... Balken gar nicht abziehen müssen. Das ist ja meistens so. Ich bin immer ein bisschen zu ungestüm und renne dann einfach rein. In die Attacken. Ich hätte einfach nur den letzten Move und dann zack. Aber ist auch schwierig abzuschätzen manchmal mit den Abständen, weil man ist dann halt einfach immer noch zu nah dran, obwohl man gar nicht zu nah dran ist. Versteht ihr? Also man schätzt es komplett falsch ein manchmal. Ich schätze es falsch ein. Hier noch was? Ne, das war einfach nur dieses... Stückchen von dem, von der Pagode da unten noch, von dem Langhaus. Au. War jetzt nicht so geplant. Ich dachte, ich kann noch mal ein bisschen gut machen. Mal sieh mal an, da kann ich von oben noch reingucken sogar. Krass, aber mit den ganzen kleinen Typen wäre es, glaube ich, unmöglich gewesen, dass ich das schaffe. Die hat mich definitiv zerfetzt, die Jungs. Kann ich da runterspringen oder sterbe ich hier? Ich meine, das ist schon, ne, ist schon ziemlich hoch, aber andererseits, er kann auch richtig weit runterspringen. Ekedo. Versuch's mal. Oh, hab das gesehen. Ach hier, das ist das, wo ich von oben gesehen habe, alles. Okay. Na gut, ich hätte einfach die Seite hier nehmen können, aber ist egal jetzt. Dickerchen.
Äffchen. Hat er sich um die Äffchen gekümmert? Eigentlich dann schon ein bisschen gemein, dass ich ihn gekillt habe, aber gut. Muss halt sein, ne? Am Bandon des Geistes. Ja, die Menschen sind egal. Aber Hauptsache die Affen. Oh, eine Kaki. Die habe ich schon gesehen. Die Früchte, die... die meine Dings erhöhen. Meine Regeneration. Also hier, was war das nochmal? Ich guck nochmal. Ich war nicht genau sicher jetzt. Die... ermöglicht für begrenzte Zeit die Haltung... Erholung. Achso, ja genau. Meine Haltung erholt sich, auch wenn ich angegriffen werde oder angreife. Das war's jetzt. Das war's hier, glaube ich, ja. Da drüben ist er, der Sack. Oha. Nee, also das werde ich nicht überleben. Ich meine, er überlebt schon ganz schön viel, wenn man runterspringt, aber... das da? Ach du Scheiße. Guck mal, die haben die ganzen Leute getötet und hier runtergeworfen. Wahrscheinlich gefesselt. Das ist schon ein bisschen assi. Sag ich, das sind alles diese Ninjas, hundertprozentig. Diese kleinen Assassinen-Ninjas. Ist hier noch was? Ihr wollt mich verarschen, die Äffchen. Okay, ich weiß schon, was ihr meint. Ihr habt gesagt, ja, warte mal ab, die Äffchen tut dir später nicht mehr leid. Die kleinen Drecksäcke. Oh, warte mal, die ganzen Typen sind jetzt auch wieder da. Nee, gar nicht. Sind alle tot? Ihr Blödmänner. Wisst ihr, wie ich dieses Vieh da drin töten kann mit dem Käfer? Da wäre schon längst Geschichte, du, ich sag's dir. Schon krass, guck mal, der ist komplett in den Berg reingebaut worden, der Tempel. Ist schon ziemlich geil, irgendwie. So, jetzt gehen wir einfach mal... Handy, warte mal, ist hier jetzt Ende? Das habe ich auch noch nicht geholt. Nee, ist kein Ende. Oh oh. Oh nein, was sind das jetzt für welche? Ach, das sind die wieder. Dickerchen hat ein Schild. Oh sorry, Dickerchen. Guck mal, die sehen immer so nett aus, aber dabei sind die eigentlich halt... Oh, ja, fies. Das ist ja fies. Schade. Die kleinen Kerle sind... Also die kleinen... Die Kerle sind eigentlich total nett. Die sind nur ein bisschen plump und tump und... wissen es halt nicht besser wahrscheinlich. Hey, du Ekelhafter. Ekelhaft her. Ihr seid die Gadget-Mönche, ne? Habe ich gesehen. Beim blöden Flugbomben da, oder was das ist. Mehr von diesen Windrädchen. Ah, das ist geil, die auch so hochkommen können. Was denn, wo denn?
Wo denn? Wo sieht mich denn hier jemand bitte? Aha. Also ihr könnt ruhig kommen, ihr seid eh irgendwie die Luschen. Die normalen Mönche, die können auch nicht so viel. Die sind so ein bisschen Standardkost. Oh, die kann man einfach wegschnetzeln, wenn man die Taste spammt. Die Angriffstaste. Oh ja. Also hier wollte ich gerne Mönch sein. Erstmal tausende Treppen und überall Abgründe, wo man runterstürzen kann. So ein schönes Leben. Snake! Oha, seht ihr das da vorne? Ja, die haben zwei. Also der hat zwei Speere. Fällt mir schon mal nicht so grundsätzlich. Weil eigentlich ist sowas total überflüssig, aber wenn schon jemand zwei Waffen hat, geht er bestimmt doch richtig ab damit, ha? Natürlich stehen die auch noch Rücken an Rücken. Oh Gott. Dann komm mal her. Ja, mach mal. Hey. Hast du was anderes? Okay, du kannst was anderes. Au, au, au. Au, au, au. Ich hab mich... Hörst du mal auf? Ich glaube, ich muss mal wieder abhauen hier. Was ist meine Buddha-Statue? Nicht, dass sie mir jetzt so lange hinterher sprintet. Die kleine Sau. Nee. Aber ich könnte jetzt immer noch sterben, natürlich. Aber das will ich ungerne. Ganz, ganz ungerne möchte ich das. Ach man, jetzt bin ich schon wieder hier, ne? Es ist halt echt... Nee, warte mal. Ja doch, ich muss wieder von hier. Oh, das ist super nett, weil jetzt muss ich wieder an diesen ganzen kleinen Arschgeigen vorbei. 1135 Gold habe ich schon. Überleg gerade. Viel ist es ja nicht mehr, dass mir noch... Warte mal. Viel fehlt mir nicht mehr. Was kostet denn nochmal... Ich kaufe mir jetzt einfach mal den Fächer, Leute. Den Metallfächer. Beim Schwarzhut Dax. Beim deutschen Aktienindex holen wir uns jetzt mal... Nein. Ach, hier war das ja. Warte. Whoop. Was wolltest du denn mal haben für das Teil, bitte? 1600. Verdammt, ich habe wieder 1200. Aber das war der Luftabwehr-Todesschlag. Eine Festung. Arbeit. Arbeit, Arbeit. Das ist so eine Arschbacke hier, der Typ. Der weiß sofort schon, dass ich das bin, ne? 11 gibt es nur. Ja. Ach. War nicht so schön, aber dafür selten.
Wow, der ist jetzt einfach weggegangen. Oh nein. Der hat mich schon wieder gesehen. Der sieht mich, der weiß nicht mal, dass ich hier bin, aber es schießt trotzdem wieder auf mich. Das ist so unglaublich. Du Penner! Ich hole jetzt den Todesschlag, komm, scheiß drauf. Ich hole den Todesschlag. Aber jo. So, habe ich den jetzt auch fertig? Also habe ich den jetzt gelernt? Luftabwehr Todesschlag. Ein Shinobi-Kampfkunst, die hoch in die Luft springende Feinde stoppen soll, kann die Verwundbarkeit des Feindes in der Luft für einen Sprung zu ihm hin mit Todesschlag nutzen. Ideal für Shinobi, die das Blatt in der Luft gegen den Feind wenden wollen. Bei einem Feind hoch in der Luft, Luftabwehr Todesschlag. Führt einen Todesschlag gegen einen Feind in der Luft aus. Gut. Ja, das ist ganz nett. So. Los. Diese komischen Speertypen, diese mit dem Zwillingsstock. Man muss sich halt echt an jeden Gegner hier gewöhnen und an die Kampfkunst, die er nutzt. Ist schon ein bisschen krass. So, wir reisen. Tempelgelände. Da war's. Ich muss nur auf diese kleinen Blödmänner aufpassen, diese Dickchen. Diese dicklichen Dickchen. Die sind echt anstrengend. Web. Die Fische wieder da. Nee, die Fische sind immer einzigartig. Leider. Oh, das ist ja auch noch was. Cool. Ah, und hier kann ich auch noch rein. Interessant. Kleines Scheißerchen. Penner, wie ich schon wieder vergiftet bin. Au. Aufhören jetzt. Brauch meine Lebensenergie noch ein Weilchen, ja? Egal. Was? 2 Gatschin-Konfekt. Oha. Haben die denn davon, die Kerlchen? Oha. Du bist nur so einer. Wieder hoch kann ich jetzt auch noch. Ah. Ich will hier bis im Anlauf hier rüber. Oh nein! Verdammt, ich dachte, es geht. Zum Wandsprung kann man halt echt viel wettmachen, aber ich glaube, das hier geht nicht. Nee. Ah, okay, die haben da eine. Das sieht immer so aus, als wären es 2, die haben. 2 von diesen Stöcken. Der eine Arsch sieht mich halt sofort, wenn ich da hingehe. Oh, oh.
Ja. Ja, flugtoter Schlag. Versteck mich einfach. Oh Gott, die kommen noch hier rauf. Ja, aber weiß nicht mehr, wo ich bin. Das ist schon mal gut. Ihr könnt euch gehen, das ist okay. Gegen einen will ich schon mal richtig kämpfen, aber gegen beide auf einmal? Nee, wenn ich so... Komm, ihr seht mich nicht, ihr wisst nicht, wo ich bin. Geht einfach zurück auf euren Posten. Alles gut. Na gut, dann halt auch nicht. Ah. Kann ich noch alle abstechen? Oh, großer Geldbeutel! Was haben die alles dabei? Das ist ja der Hammer. Das ist ja der Hammer. Da will ich vielleicht hier bald mal was zum Dransetzen wieder. Da sieht mich gleich hier wieder was und greift mich an. Der Konfekt. Ich pumpe mich den ganzen Tag mit Kürbiswasser und Konfekt zu. Und trotzdem behält er die Figur. Naja. Und die Kampfesstärke. Oh oh. Okay, bis du herkommst, ne? So, Leute. Ich mach mal Schluss. Ich habe jetzt gehofft, ich finde dir bald mal einen neuen Ort zum Rasten. Kannst du bitte die anvisieren, danke. Oh nö. Man kann die töten, obwohl sie... Okay, obwohl sie mich schon gesehen haben. Also pass mal auf. Guck mal. Krass. Das ist ja heftig. Aha, einfach drauf springen, tot. Okay, wie gesagt, Leute, danke fürs Zusehen. Ich hoffe, ich finde hier noch ein kleines Örtchen, wo ich mich ausruhen kann. Ansonsten halt auch nicht. Ja, ich gehe vielleicht mal zurück. Gut, ich kann das Spiel einfach beenden und es geht weiter. Ich danke euch sehr fürs Zusehen, fürs Liken und Kommentieren. Wenn es euch gefällt, dann lasst mich das gerne wissen. Schreibt mir doch einfach Danke für den Part oder so. Das reicht und es würde mich sehr freuen. Ihr müsst ja nicht immer was Konstruktives schreiben. Auch das nehme ich aber gerne an. Auch wenn ich schon viel vorgespielt habe. Gut, Dankeschön und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.